Die Kunden bleiben weg, das Sommergeschäft läuft schleppend. René Gschwendt belastet ein Umsatzeinbruch von 30%. Die ersten 7 Monate des Jahres im Vergleich zum Vorjahr schwach, drücken die Stimmung. Wir haben noch keine Ideen, woran es liegen kann, aber wie gesagt, die Umsätze sind erschreckend im Moment. Welche Rolle spielt das Wetter im Moment? Eine sehr große Rolle natürlich. Wir haben einen verregneten Sommer gehabt. Wir haben Sommerware, die wir verkaufen möchten. Wir haben jetzt schon sehr viele Herbstware im Geschäft. Für Sommer möchten die Kunden nicht mehr. Herbstware ist noch zu früh. Also ich denke, dass wir das schon der großen Einfluss auf uns nimmt. Trotz zahlreicher Angebote kaum Umsätze. Viele kaufen ihre Mode inzwischen online. Dazu kommen Kunden im teils verregneten Sommer seltener. Bei René Moden im Freiburger Quartier Unterlinden bleibt so einiges hängen. Die Baustellen in der Innenstadt tragen weiter dazu bei, dass die Sorgen bei den umliegenden Geschäften zunehmen. Riesenproblem. Laut Aussagen meiner Kunden, die finden es sehr umständlich. Die Erreichbarkeit der Stadt ist mit den Bussen zwar gegeben, aber es sind halt doch große Strecken, die sie zu Fuß zurücklegen müssen. Nur wenige Händler in Baden-Württemberg sind derzeit mit ihren Umsätzen zufrieden. Das ergab eine Umfrage des Handelsverbandes. Dennoch, der Präsident des Südbadischen Verbandes weiß auch, die Not ist in vielen Branchen überschaubar. Aber in der überwiegenden Mehrzahl sind die Händler nicht besonders glücklich. Das hängt nicht zuletzt mit Großereignissen wie der WM zusammen, wo traditionell der Konsum im Handel weniger im Vordergrund steht. Auch die Fußball-WM also hat vielen Händlern Taschen gekostet. Heute bei wechselhaftem Wetter wieder viel Bewegung in der Freiburger Innenstadt. Von Kaufrust keine Spur. Wenn es so richtig heiß ist, mag ich jetzt nicht unbedingt nach Freiburg gehen, aber bei dem Wetter ist es okay zum Einkaufen, mit der Kleinen sowieso. Wir waren gerade einkaufen, also wir haben alles gekriegt, was wir brauchen. Der Abend ist gerettet, also keine Probleme derzeit. Gleiche Kaufrust wie immer und ich bestelle auch nichts im Internet oder so gut wie nichts. Und für mich hat sich da nichts geändert zu früher. Noch ist es nicht zu spät. Trotz Bauarbeiten und anderer Widrigkeiten, für viele Händler ist das Geschäftsjahr noch zu reparieren. Ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der gesamten Rahmendaten, die es gibt, auch ein ordentliches zweites Halbjahr haben werden. Letztendlich macht für viele das Weihnachtsgeschäft dann den Unterschied aus und da lassen wir uns einfach mal überraschen. René Gschwendt ist weniger zuversichtlich. Er glaubt nicht, dass sein Umsatzloch in diesem Jahr noch gestopft werden kann. Ich denke mal, zum Herbst wird mit Sicherheit einiges mehr passieren, aber die 30% holen wir nicht mehr auf. Mit Sicherheit nicht mehr. Es ist zu stark. Also wir können da machen, was wir wollen. Wir machen zwar einige Aktionen. Mega Samstag steht noch vor der Tür. Da werden wir einiges machen, aber wie gesagt, die 30% holen wir nicht mehr auf. Die Umsätze stagnieren, der Sommer freudlos für die Händler. Jetzt hoffen die Geschäfte auf ein versöhnliches zweites Halbjahr.